Ich weiß nicht mal, ob ich das alles überhaupt anmachen sollte. Nachher fliegt mir alles um die Ohren und fängt an zu qualmen. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Wie ihr schon gesehen habt, benutze ich jetzt etwas öfter die Legria, weil irgendwie sie ist handlich und diese Gewölbung ist auch nicht mal so schlecht. Heute habe ich geplant, meinen alten Computer, meinen alten PC unter meinem Bett herzuholen, um mal anzumachen. Bin ich sehr gespannt. Ich habe kein Plan mehr, was für ein Betriebssystem es war. Es könnte sogar XP drauf sein. Ich bin absolut nicht sicher. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn zuletzt an hatte. Ich müsste jetzt mal zurückschrauben. So 2007 oder so hatte ich den, glaube ich, zuletzt an. Also ungefähr vor 10 Jahren. Ein Bildschirm habe ich auch noch, so einen 3:4, hier so einen alten. Maustastatur habe ich auch noch genug. Ich habe sogar ein Mauspad. Und ja, dann würde ich den nämlich mal anmachen. Bin ich echt gespannt drüber. Diesen PC, er ist so staubig. Ich glaube, ich muss das erstmal abwischen. Das ist ja ekelhaft hier. Guckt euch den ganzen Staub mal an hier. Er hat Windows XP. Alter, das ist schwer. Oh Gott, oh. Da ist mein PC und das coole Feature ist eigentlich, man kann hier so draufklicken, dann geht das Ding runter an diesen zwei USB-Anschlüsse und das ist wahrscheinlich für Diskettenlaufwerk hier oder so, keine Ahnung. Und hier ist der Startknopf. Es ist ein AMD Athlon 64, ja. So, da ist er. Alter, wie der aussieht. 10 Jahre alter PC, würde ich mal so vermuten. Da seht ihr auch, wie viel Staub da drin ist. Und so ein Lüfter. Hier oben ist das Netzteil mit 350 Watt Netzteil. Dann haben wir hier noch eine Festplatte. 200 GB Seagate Festplatte. Leute, ich habe gerade mal den Lüfter von meinem Motherboard, also was auch immer das hier nochmal in der Mitte war. Alter, schaut euch den Staub mal an. 10 Jahre, what the fuck? Der ist sowas von scheiße dreckig. Erstmal sauber machen. Oh mein Gott. Gezeigt, wie mein PC aussieht. Ein bisschen von meinem Handy ist dabei, von der Footage. Ihr habt ein bisschen davon gesehen. Jetzt bin ich gerade dabei, diesen Lüfter hier sauber zu machen von meiner Kühlung von dem Motherboard, wie auch immer. Und es ist ekelhaft. Es ist so viel Staub da drin, Leute. Das ist 10 Jahre alter Staub. Das ist. Guckt euch die Scheiße mal an. Das ist Zentimeter dick. Oh mein Gott. Jetzt wollte ich mich an den Netzteillüfter machen, weil. Ja gut, habe ich gesagt, der ist nicht verstaubt. Und wenn ich ihn, glaube ich, nicht sauber mache, dann kackt das ganze Scheißding ab. Es wird immer schlimmer. Ich habe jetzt mein Netzteil, den Lüfter gelöst. Guck mal, wie der aussieht. Und das hier ist mein Netzteil, Leute. Ich habe noch kein bisschen Staub weggemacht. Leute, seht euch diesen Scheißstaub an. Ich weiß nicht mal, ob ich das alles überhaupt anmachen sollte. Nachher fliegt mir alles um die Ohren und fängt an zu qualmen, keine Ahnung. So Leute, da ist gerade meine Legria von mir gegangen. Aber jetzt geht's weiter wegen dem PC. Und ja, das Netzteil sieht jetzt nicht so gut aus. Und der Lüfter auch nicht so gut. Ja, zeige ich euch mal. Leute, das hier ist der Lüfter vom Netzteil. Not good. Gar nicht gut. Und hier haben wir mein Netzteil. Ja, sieht wahrscheinlich nur schlimm aus. Ich werde mich mal dran machen, das sauber zu machen. Leute, ich schreibe gerade meine Geschichte hier. 10 Jahre alter PC. Den habe ich noch nie von innen so richtig sauber gemacht. Ich muss sagen, da drin sieht es noch relativ harmlos aus. Musik.
Leute, es ist schon wieder ein wenig Zeit her, sorry. Und ich hatte sogar den PC schon zusammengebaut. Eine gute und eine schlechte Nacht. Und zwar erstmal die gute, der PC ist sauber, den wollte ich euch mal zeigen. Also ich habe jetzt das ganze Netzteil auseinandergenommen, da drin alles sauber gemacht. Man sieht wahrscheinlich nicht viel, aber hier der Lüfter, den habe ich sauber gemacht. Und darunter der Kühler für die Platine habe ich sauber gemacht. Dann habe ich hier alles mit einem Pinsel sauber gemacht. Hier unten ist alles sauber. Hier habe ich noch ein extra Kabel weggemacht. Das habe ich auch ein bisschen rausgezogen, sauber gemacht. Und hier oben auch. Und sonst generell alles sauber gemacht. Und ja, sonst, er ist sauber. Und ich würde ihn auch gerne anmachen, probieren. Aber ich muss sagen, ich habe noch kein Kabel gefunden für das Netzteil. Ich schaue nochmal morgen. Ich hoffe, ich schaffe es morgen noch alles. Und dann werde ich den mal anmachen. So, dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zur Frage des Tages. Die habe ich nämlich gestern vergessen. Und ich habe das erst zu spät realisiert, dass erst nachdem ich das Video geschnitten hatte. Für kommen heute gleich zwei Fragen des Tages. Und zwar erstens von dem Galaxy Spielt. Was halte ich von Supreme und auch Yeezys? Also ich muss sagen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wieso der Hype so mit diesen Yeezys ist. Ich habe noch nie welche angehabt, müsste ich vielleicht mal welche anprobieren. Könnte ich vielleicht auch mal einen Vlog machen, wie ich so ins Schuhgeschäft gehe und dann Yeezys anprobiere oder so. Wenn ihr eine spezielle Sorte habt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr auch so anzieht, würde mich mal interessieren. Keine Ahnung, deswegen kann ich über Yeezys gar nichts sagen und über Supreme eigentlich kann ich da auch nichts zu sagen. Ich weiß nur, wie es aussieht, aber was für ein Hype darüber ist, weiß ich nicht. So, und die zweite Frage war, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, was wäre das? So ein eigenes Filmstudio oder so wäre cool, wo ich wirklich meiner Kreativität freien Lauf lassen könnte. Ich könnte Filme produzieren, ich könnte Grafiken entwickeln, ich vielleicht noch Fotoshoots machen, wo ich Bildbearbeitung machen könnte. Das wäre relativ cool. So ein Film- und Bildstudio. Und ich würde mich aber riesig interessieren, ob ihr auch alte PCs habt. Wie alt ist euer PC? Wir sehen uns morgen wieder bei einem coolen neuen Vlog und tschüss, ciao!